Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Mit jeder Not können wir uns an Jesus wenden. Er sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Was für ein ermutigender Vers. Wir haben einen Platz, an dem wir unsere Lasten loswerden können. Ja, und hier ist ein Platz, wo du Hoffnung schöpfen kannst. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen. Ich kann alles durch Christus. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, lass es uns wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ich kann alles durch Christus. Da lesen wir in Philipper 4, Vers 13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft gibt und Stärke gibt. Ja, das ist so wunderbar. Wir bekommen in der heutigen Zeit immer gesagt, was wir nicht können und was nicht geht, was wir nicht bezahlen können, was viel zu teuer ist, viel zu groß, viel zu unmöglich. Und du wirst jeden Tag damit zugeschüttet, was du nicht kannst. Ist da nicht die Bibelstelle gut? Ich kann alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Die Kraft in dir, nicht deine Kraft, sondern die Kraft in dir, der Heilige Geist, der in dir ist, wenn du Christ bist, wenn du zu Jesus Ja gesagt hast. Das ist die Kraft, die wir heute brauchen, die auch gegen alles andere ankommt, wo einfach nicht mehr funktioniert. Du kannst das tun, wozu du für diese Zeit geschaffen worden bist. Du bist wirklich in diese Zeit hineingesetzt und Gott möchte dir auch Kraft geben. Die Welt schränkt dich ein, Gott schränkt dich nicht ein. Er zeigt dir seine Dimensionen. Aus der Gemeinschaft mit ihm können wir leben. Die Kraft in uns, Christus in uns. Die Kraft der Herrlichkeit. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du für uns alles getan hast. Gerade auch für diese Zeit, Herr, für die Adventszeit, wo du wirklich uns nahe sein möchtest, Herr, mit all dieser Stimmung, Herr, wo wir, Herr, um uns herum haben. Ich danke dir dafür. Lass uns erkennen, Herr, dass in dir die Kraft ist, die wir haben. Amen. Amen. Jesus ist unsere Hilfe und unsere Kraft. Und bevor wir hören, was er getan hat, wollen wir beten. Und eine Frau hat Probleme mit ihren Augen und bittet um Gebet. Sie schreibt, guten Tag. Bitte betet mit mir für die vollständige Wiederherstellung meiner Augen. Vielen Dank und liebe Grüße. Und Jesus, wir bringen dir jetzt diese Person, die Probleme hat mit den Augen. Und ich danke dir, dass du ihre Augen berührst, dass du deine heilenden Hände jetzt gerade auf ihre Augen legst. Und ich danke dir, dass du alles wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du jegliche Ursache beseitigst. Und es gibt so viele Menschen, die Augenprobleme haben. Und ich danke dir, dass du jede einzelne Person berührst. Jeder, der Probleme hat mit den Augen, darf deine Hilfe erfahren. Und ich danke dir, dass du da einfach große Dinge tust, dass du Wunder tust an Augen, egal was es ist, egal was die Ursache ist, egal was die Auswirkung ist. Wir danken dir einfach für deine Berührung gerade jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und folgende Bitte um Gebet erreichte uns. Ich habe ein Gebetsanliegen. Mein Sohn bekommt im November die nächste OP der Gaumenspalte. Dass alles gut verläuft. Wir haben etwas Angst. Und für meine Mama, sie hat immer hohen Blutdruck, dass Jesus alles normalisiert. Gottes reichen Segen. Und Jesus, du kennst auch das wahrscheinlich Kind mit der Gaumenspalte. Danke, Jesus, dass du da auch wirklich eingreifst, dass deine Heilung da wirklich vonstatten geht und dass die OP gelingt oder du kannst auch vorher schon eingreifen. Danke, Jesus, dass du da Wunderbares tust und dass du die Angst wegnimmst von der Mama. Danke, Jesus, dass sie es in deine Hände legen darf und dass sie keine Angst haben muss. Danke, Jesus, weil du dabei bist und auch die Mama, die da so mit dem hohen Blutdruck zu tun hat. Danke, dass du auch da eingreifst, dass dieser Blutdruck sich normalisiert und dass wirklich alles nach deiner Schöpfungsordnung
funktioniert und dass alles wiederhergestellt wird. Danke, Jesus. Du bist der Herr und wir vertrauen dir und wir danken dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Aus Tirol schreibt uns eine Familie und bittet um Gebet. Liebes Gebetsteam, dürfen wir euch um Gebet für eine bekannte Familie in unserem Dorf bitten? Ihr Enkel, 9 Jahre alt, hat einen Gehirntumor. Die Ärzte haben aufgegeben. Wir glauben an die Hilfe Jesu. Vielen Dank euch allen und Gottes Segen aus Tirol. Was für eine Situation. Ich glaube, wenn so eine Diagnose für so ein junges Kind da ist, da ist das noch viel schlimmer. Herr, ich danke dir dafür. Herr, du kennst dieses Kind, du kennst die ganze Situation und ich danke dir dafür, Herr. Herr, du hast schon Gehirntumor geheilt und ich danke dir dafür, Herr, dass wir es an dich weiterleiten dürfen. Wir bitten dich, Herr, dass dieser Tumor verschwindet. Wir gebieten, dass dieser Tumor verschwindet in Jesu Namen. Er hat kein Anrecht, in diesem Kind zu sein. Und danke, Herr, dass du die Hilfe, die Heilung bist. Und danke, Herr, dass wir Heilung ausrufen dürfen in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Eine Mutter schreibt für ihren Sohn und seine Frau. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich bitte euch, mich im Gebet für meinen Sohn, der wegen Arbeitsüberlastung nicht mehr schlafen kann und seine Frau aus demselben Grund ihre Arbeitsstelle zu verlieren droht, zu unterstützen. Mit eurer Gebetshilfe werde ich weiterhin in dem Glauben bestärkt, dass Gott die Not sieht und hilft. Danke, Herr, dass du auch diese Situation kennst von diesem Ehepaar. Ich danke dir dafür, Herr, dass du eingreifst, Herr, dass sie wieder über die Berge sehen. Herr, ich danke dir dafür und lass auch die Frau nicht ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern danke, Herr, lass sie in den richtigen Rhythmus kommen. Herr, danke, dass du der Herr bist, der ihnen Weisheit schenkst, mit der ganzen Arbeit umzugehen und Herr, dass sie Weisheit haben, Herr, es so zu managen, Herr, dass sie es wirklich gut im Griff haben. Ich danke dir dafür. Schenk viel, viel Weisheit. Ich danke dir. Amen. Amen. Und Gott sieht dich. Er sieht dich, er kennt dich und er weiß um deine Not. Und das möchten wir euch berichten, was Gott getan hat an den Menschen. Gebet wirkt, schreibt uns eine Frau wegen eines Tumors auf der Lunge. Vor ein paar Monaten wurde bei dem Partner meiner Freundin ein Tumor auf der Lunge diagnostiziert. Ein direkt an euch gesendetes Gebetsanliegen hatte unmittelbare Auswirkung. Es wurden anstatt des Tumors nur Pilze entdeckt. Radikale Tablettenkur und OP mit der Entfernung des Oberlappens der Lunge sollten erfolgen. Die OP hat stattgefunden. Es wurde nur minimal invasiv operiert und nur ein Segment entnommen. Tumor wurde keiner gefunden. Meine Freundin sagt, sie sind überglücklich und danken ganz herzlich für eure Gebetsunterstützung. Und Gott tut immer wieder Wunder. Und Gott hat eine Lösung für unsere Probleme. Und folgendes Zeugnis erreichte uns. Vor ein paar Monaten bat ich um Gebet für meine Tochter, die Probleme in der Schule hatte. Gott tut Wunder. Das andere Mädchen ist in eine andere Stadt und Schule gewechselt. Gottes Liebe ist so wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ja, und Gott hat Mittel und Wege, uns zu helfen. Heilung an Herz und Ohren nach unserem Gottesdienst in Hamburg. Der Gottesdienst in Hamburg hat mich sehr gesegnet und auferbaut. Euer ukrainischer Pastor hat für mich gebetet. Ich bin am Herzen geheilt und gesalbt worden und ich kann besser hören. Vielen Dank für euren Dienst. Ist das nicht wunderbar? Gottes Hilfe kommt nie zu spät, auch wenn es durch einen Brief ist. Vielen Dank für Ihren gesegneten Brief. Er kam keine Stunde zu früh und keine zu spät. Gerade so, als ich ihn am nötigsten brauchte. Ich befand mich im tiefsten, dunkelsten Tal. Danke, dass Sie sich so von Gott gebrauchen lassen. Ja, Gott kann alles gebrauchen, auch Briefe zur Ermutigung. Gottes Timing ist immer perfekt. Wir wollen alles
viel schneller und Herr, da ist was, ich brauche was. Aber ich sag dir, Gott weiß es. Hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, ich kann alles durch Christus. Und das ist eine wunderbare Aussage, die wir in der Bibel finden, was wir ja gerade auch gelesen haben. Wenn du mal in einer Situation bist, wo du sagst, ach, ich weiß nicht und so weiter, ich kann alles durch Christus. Nimm Jesus mit und es wird dir gelingen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, wir beten gerne für dich. Lass es uns wissen und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Und wenn du uns nochmal sehen möchtest diese Woche, Sonntag sind wir 10 Uhr im Gottesdienst auf Livestream oder im YouTube. Und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.